Die Zweigbibliothek Frankeplatz ist die Fachbibliothek für Erziehungswissenschaften, Theologie, einschließlich der Sonderbereiche christliche Archäologie sowie Konfessionskunde der orthodoxen Kirche, Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie jüdische Studien. Sie benötigen Literatur zu einem dieser Fachgebiete und möchten wissen, wie Sie diese finden können? Dieses Video hilft Ihnen bei der Orientierung im Bestand Theologie, sodass Sie schnell Ihre Literatur in den Händen halten. Für die anderen Bestandsbereiche stehen Ihnen separate Videos zur Verfügung. Der erste Schritt auf Ihrem Weg zur Literatur ist eine Recherche in unseren Online-Katalogen. Hier können Sie herausfinden, welche Literatur an welchem Standort verfügbar ist. Schulungsvideos zu HLIT sowie zu weiteren Rechercheinstrumenten finden Sie in der Playlist der ULB auf YouTube und im Schulungsblog auf unserer Webseite. Nach der Recherche in unseren Online-Katalogen wissen Sie, welche Bücher zu Ihrem Thema am Standort Frankeplatz vorhanden sind und möchten nun die benötigte Literatur in der Bibliothek finden. In unserem Beispiel sollen zunächst die zwei eingeblendeten Bücher gesucht werden. Einen ersten Überblick bietet die Orientierungstafel über dem Aufzug im Eingangsbereich der Bibliothek. Hier können Sie anhand der Signatur, die den Standort der Medien angibt, zunächst herausfinden, auf welcher Etage die von Ihnen benötigte Literatur steht. Die beiden von uns gesuchten Bücher gehören zum Fachgebiet Theologie, erkennbar am T zu Beginn der Signatur. Literatur aus dem Bereich Theologie ist im Obergeschoss aufgestellt. Begeben wir uns zunächst auf die Suche nach dem Titel mit der Signatur TLE76FIT. Eine Übersichtstafel im Obergeschoss zeigt an, wo sich die Regale mit der theologischen Literatur befinden. Innerhalb des Fachgebietes Theologie sind die Bücher nach thematischen Sachgruppen geordnet. Diese Sachgruppen werden in der Signatur durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet. So steht LE beispielsweise für Kirchengeschichtsdarstellungen. Die Zahlen untergliedern die Sachgruppe in weitere Untergruppen. Anhand der Hinweisschilder an den Regalen ist ersichtlich, welche Sachgruppen in welchem Regal zu finden sind. Zu beachten ist, dass die Buchstabenkennzeichnung T für das Fachgebiet Theologie nur zur Orientierung im Bibliotheksgebäude dient und nicht auf dem Signaturschild steht. Innerhalb der Sachgruppen sind die Bücher in der Regel alphabetisch nach sogenannten Sortierhilfen geordnet. Diese werden aus den ersten drei Buchstaben des Verfassers gebildet, beziehungsweise, sofern es keinen Verfasser gibt, aus den ersten drei Buchstaben des Titels. Beim genauen Betrachten der Signaturschilder fällt auf, dass neben der Buchstaben-Zahlenkennzeichnung für die Sachgruppe und der Sortierhilfe noch weitere Angaben zu finden sind. Zum einen die Bezeichnung der Auflage des Buches, zum anderen gegebenenfalls die Bandzählung in eckigen Klammern bei mehrbändigen Werken. Sind mehrere Exemplare eines Buches in der gleichen Auflage vorhanden, steht hinter der Auflagenzählung noch eine Exemplarzählung in Form von Kleinbuchstaben. Die Signatur ist also folgendermaßen aufgebaut: Sachgebiet mit weiterer inhaltlicher Untergliederung, dargestellt durch Buchstaben und Zahlen, Auflage, gegebenenfalls ergänzt durch Exemplarzählung, gegebenenfalls Bandangabe, Sortierhilfe. Eine wichtige Information, die Sie an der Farbe der Signaturetiketten erkennen können, ist die Entleihbarkeit der entsprechenden Bücher. Die gelben Schilder kennzeichnen Lesesaalexemplare, diese können nur vor Ort in der Bibliothek genutzt werden. Bücher mit weißen Etiketten hingegen sind Ausleihexemplare. Die Signatur des zweiten Beispieltitels UR60-43 sieht etwas anders aus. Auch hier werden die Sachgruppe und die Untergruppe durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet. So steht UR60 für die Untergruppe Glaube innerhalb der Fundamentaltheologie. Innerhalb der Untergruppen werden die vorhandenen Titel jedoch einfach durchnummeriert. Die entsprechende Nummer wird nach dem Bindestrich angezeigt. Außerdem sind im Bereich Theologie Titel, die in einer Reihe erschienen sind, in der Regel jeweils an einer Stelle aufgestellt. So sind etwa alle Bände der Reihe Arbeiten zur Religionspädagogik
unter der Signatur WO80 zu finden. Die Zählung der einzelnen Bände wird in der Signatur in eckigen Klammern angezeigt. Die systematische Aufstellung des Bestandes bietet den Vorteil, dass Bücher zu einem Sachgebiet nebeneinander stehen, sodass Sie durch Stöbern am Regal schnell weitere Literatur zum Thema finden können. Einen groben Überblick über die Sachgruppen der Systematik finden Sie auf den Schildern an den Regalen im Theologiebereich. Eine detaillierte Darstellung kann über den dort abgebildeten QR-Code oder direkt über die Webseite unserer Zweigbibliothek abgerufen werden. Neben Büchern benötigen Sie auch Zeitschriftenaufsätze zu Ihrem Thema? Ein Großteil der Zeitschriften steht digital zur Verfügung, sodass die Aufsätze direkt online eingesehen werden können. Wie Sie Ihren Aufsatz in ausschließlich gedruckt vorhandenen Zeitschriften finden, zeigen wir Ihnen anhand des folgenden Beispiels. Bei der Suche nach Aufsätzen ist es zunächst wichtig, die Literaturangabe genau zu lesen und zwischen dem Titel des Aufsatzes und dem Titel der Zeitschrift, in der dieser Aufsatz erschienen ist, zu unterscheiden. Der Zeitschriftentitel in unserem Beispiel lautet Religionspädagogische Beiträge. Über Harlit können Sie den Standort und die vorhandenen Jahrgänge der Zeitschrift ermitteln. Die Signatur für die Zeitschriften aus dem Bereich Theologie wird immer mit T Zeitschriftenmagazin UG angegeben. Dadurch wird der Bereich im Untergeschoss gekennzeichnet, in dem die Zeitschriften zu finden sind. Auch hier hilft ein Übersichtsplan bei der Orientierung. In den Regalen sind die Zeitschriften alphabetisch nach den Titeln geordnet. Schilder an den Rollregalen zeigen an, welche Titel in welchem Regal stehen. Die in unserem Beispiel gesuchte Zeitschrift Religionspädagogische Beiträge ist in diesem Regal zu finden. Hier sind die Zeitschriften mit den Titeln von Religion betrifft uns bis Theologie der Gegenwart untergebracht. Zu beachten ist, dass Artikel am Anfang des Zeitschriftentitels bei der Ordnung nicht berücksichtigt werden. Die jeweiligen Zeitschriftenbände sind nach Jahrgängen aufgestellt. Unseren Beispielaufsatz finden wir nun im Band 81 aus dem Jahr 2019 auf den Seiten 78 bis 86. Die Zeitschriften des Fachgebietes Theologie sind mit einem gelben Etikett gekennzeichnet. Eine Ausleihe von Zeitschriften ist generell nicht möglich. Zum Kopieren und Scannen stehen für Sie Multifunktionsgeräte bereit. Die Zeitschriftenhefte der aktuellen Jahrgänge, die noch nicht gebunden sind, finden Sie ebenfalls im Untergeschoss im Zeitschriftenauslageregal hinter den Zeitschriftenklappen. Geordnet sind diese alphabetisch nach den Zeitschriftentiteln. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Team der Zweigbibliothek Frankeplatz.